Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wundervollen Spiel, das sich da nennt Star Wars Jedi Outcast 2 Jedi Knight Wars. Und los geht's. Hier ist die Dose vom letzten Mal, okay. Ich muss bloß wieder orientieren. Für mich ist die letzte Aufnahme jetzt eine Woche her. Deshalb kann mir hier vielleicht sagen, wo es denn weitergeht. Bitte deaktivieren Sie mich nicht. Wollte ich doch gar nicht, du Pisser. Jetzt deaktiviere ich dich aber. Nee. Ich glaube, da steckt es ja auch ein muss bisschen doch dahinter. Einen Weg hier rausgeben. Seit wann hast denn du was zu sagen, Kyle? Jetzt kommt er daher. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Vielleicht doch. Also da nicht. Ja, wir sehen hier wieder dieses blöde orange-rote Licht. Der Aufzug hier ist auch sehr nützlich. Durch die Tür kommen wir nicht. Wo sind wir denn überhaupt hergekommen? Hat jemand aufgemacht? Ja, also, es gibt einen Weg raus, nämlich den Weg zurück. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, wir müssen da rumklettern auf dem Teil. Und es schaut gefährlich aus. Darf ich speichern? Darf ich das? Okay, ich habe jetzt gespeichert. Aua, von dem Kopf angehauen. Was machen wir? Oh, was war denn das für ein Sprung? Okay. Wollte bloß was ausprobieren. Nicht, dass der jetzt wieder so einen komischen Wandlauf macht oder so vielleicht. Aha. Ich trau dem Ding nicht. Also. Wir wissen auf alle Fälle, dass... Ach, Kortose hat es geheißen, oder? Dieses seltene Mineral, das die hierher geschafft haben von der Wolkenstadt. Da hat der Luke gesagt, dass das irgendwie besonders ist. Denn damit kann man Lichtschwerter abblocken oder so. Also es ist lichtschwertresistent. Kann ich da raufspringen? Kann ich generell so hochspringen? Muss ich darüber springen? Ich muss darüber springen, da drüben. Aha. Okay, da ist sonst nichts. Vielleicht noch ein Besteck. Mir ist übrigens, als ich mir die Aufnahme, die vorletzte Folge angeschaut habe, aufgefallen, ich habe, glaube ich, ein Versteck übersehen. Zumindest habe ich ein Eckchen gesehen, wo ein Versteck hätte sein können. Ich bin einfach vorbeigegangen. So. Oh je. Das gefällt mir gar nicht. Elektrizität. Gehst du auf Tür? Na gut. Probieren wir mal was. Huch! Okay, die Tür geht nicht kaputt, aber das hier kann man kaputt machen. Oh! Oh! Nicht sehr subtil, aber es hat wohl funktioniert. Ja, ich hätte schon gedacht, jetzt explodiere ich selber. Ach du Kacke, was ist denn da passiert? Na gut. Es ist tatsächlich nicht sehr subtil, hast du recht. Lieber Kyle. Gibt's hier oben noch was? Nee. Ich denke nicht. Ich gehe jetzt mal weiter. Okay, was? Wo ist wer hingegangen? Unten jemand? Spannende Musik, da muss jemand sein. Ach da. Oh. Peng. Ja. Komm, wieso treffe ich die nicht? So. Jetzt wird's bunt hier. Stirb. Ach du Kacke, was macht's denn ihr hier? Was ist das für ein Raum? Hallo? Verdammt. Sie sind umzingelt. Ich bin so gut wie immer umzingelt. Dem Fall, dass es dir nicht aufgefallen ist, du blöder Klugscheißer. Bleib stehen! Hopp. Zack.
Was für ein eleganter Sprung. Manchmal macht er den irgendwie. Ich weiß aber nicht wie. Na gut. Hier ist irgendwie nichts so Interessantes, oder? Kann das sein? Gong. Gong-Druide. Okay. Ups. Na, dann gehe ich mal darüber. Hallo. Kann ich mir so springen? Was ist denn los? Muss ich wie ein normaler Mensch hier einfach die Rampe raufgehen? Wir benötigen eine Reparaturcrew in Anlage 1. Ja, Sir. Okay. Ziemlich erschreckt. Hä? Ich hab dich... Wirklich? Ich hab dich geschubst und du stirbst? Das ist doch eine Schwalbe. Unfassbar sowas. Ah, da ist doch noch einer. Ah, warte. Warte. Ja, du bist auch ein Kameradenschwein. Blöder Druide. Ich bin nur auf Protokoll programmiert, nicht auf Kampf. Ausreden. Schön. Wollte schon immer schon mal einfach einen leeren Raum sehen. Ja, da war ich drüber schon. Was wollt ihr von mir? Wegpusten. Das ist aber nicht sehr Sturmtruppen like. Moment. Schnell Stil wechseln. Zack. Mit dem treffe ich irgendwie mehr. Weil die Bewegungen nicht so ausladend sind. Ach du. Okay. Sonst noch was? Da unten ist noch ein Geschütz. Ha, und nicht schnell genug, ja? Alles ist hier elektrisch geladen. Geh doch jemand zu einem Energieterminal. Energieterminal, elektrisch geladen, das klingt böse. Ich gehe mal da lang. Oh, unfassbar, wie viele Gespräche wir auch in letzter Zeit belauschen. Ach, das ist die Tür hier. Na gut. Ich will wieder raus. Bitte, danke. Ach, du Kacke. Der ist zu weit weg. Gut, das war gefährlich. Was habt ihr denn hier angestellt? War ich das? Mit der Explosion vielleicht? So könnte es mir auch ergehen. Alter, wer schießt denn jetzt hier noch? Wir haben größere Probleme, Drecksoffizier. Ha, voll erwischt. So. Das gefällt mir gar nicht. Ich speichere. Ach, es war ein Kontrollpunkt. Dann ist alles gut. Kann ich da gleich zu den nächsten Kisten rüberspringen oder muss ich zuerst auf die Laterne da hopsen? Jetzt speichere ich doch. In welche Richtung ist er gegangen? Ja! Okay. Ist das hier nicht die Dose, wo ich in der letzten Folge Sam Samson gesehen habe? Ich denke schon. Ist da drüben jemand? Oh. Okay, der trifft mich eh nicht. Dann ist ja alles gut. So, hier kann ich nicht springen. Was soll der Dreck? Mann. Oder so weit komme ich noch. Nie und nimmer. Kann ich da reinspringen? Nee, so komme ich nicht. Kann ich gegen dieses Ding hier springen? Ja. Und dann hoch? Ich weiß nicht, das sieht ziemlich riskant aus.
Ich frag mich, was da passiert. Wenn ich so mach. Wird's doch noch stärker, das Feld? Es hat sich nie verändert. Kann das sein? Bilde ich mir das ein? Ich glaube, da sterbe ich aber sofort, wenn ich reinspringe. So. Ich hupfe mal wieder zurück. So. Dann schauen wir mal. So hoch kann ich mich springen. Dort auf diese Schräge da hoch springe ich sicher nicht drauf. Ach, da kann ich reinspringen. Okay. Oh je. Okay. Entweder gleich den Sprung wagen oder zuerst. Oh. Allein beim Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. J. Na gut. Gut zu wissen, dass man also hier ein bisschen... Ach, das bringt mir nicht mal was. Das ist ja schön. Das ist schön, das finde ich geil. Das bringt mir gar nichts. Ich habe mich umsonst verletzt. Oh. Hui. Das heißt allerdings auch, dass ich möglicherweise darüber schaffe. Wenn ich nicht sofort sterbe. Alle bereit? Oh, das ist ja gar nicht so tödlich, wie ich gedacht hätte. Das tut ja bloß ein bisschen brutzeln. Ich habe viel zu viel Angst davor gehabt. So, er ist da. Batterien können wir jetzt gebrauchen. Da ist zu wenig Elektrizität im Umlauf. Alter, ist das komisch hier. Wer baut denn sowas? Und wo ist Sam hin? Sam! So, was ist denn hier los? Da kann man nichts drücken, oder? Nee. Das ist wahrscheinlich der Aufzugrufer. Ich muss... Dahin. Lass mich nochmal durch. Erstmal heilen, so. Und dann gucken. Was sind das für Dinge? Und jetzt bin ich hier drin und es bringt mir nichts, oder wie? Hä? Ja, wenn jemand weiß, was ich hier machen muss, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Es wird mir leider nichts bringen. Wenn ihr klüger seid als ich, denn dann, wenn ich diese Folge veröffentliche, bin ich wahrscheinlich schon alt und grau. Verdammt nochmal. Okay, da ist kein Glas drin. Das heißt, von hier aus könnte ich vielleicht noch irgendwo hinspringen, wenn ich was sehe. Klettern. Ach, da ist eh keine Scheibe drin. Na dann. Ach komm, was ist denn das? Kann man da nicht raus? Muss doch möglich sein. Ja, was ist denn das? Kann ich da drauf klicken? Auch nicht. Ah! Na also. Leute, das ist doch ganz einfach. Okay. Klick. Strom aus. Klick. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Ist das eine Dosenrakete? Wird irgendwann abgeschossen oder wie? Ich raff das nicht. Geh mal da lang. Ach so. Ach so.
Dann können wir mal schauen, was hier noch so rumliegt. Nix. Gar nichts. Wo muss ich lang? Wo muss ich denn lang? Ach, Tür. Die Türen gehen hier auf. Oder wie? Das muss halt auch mal jemand sagen. So, da drüben ist der. Mit den glühenden Kohlen. Immer zuerst den ausschalten. So. Und jetzt schön in aller Ruhe. Zack. Okay, das war nicht so gut. Ich wollte total cool sein, aber nein. Ich hab wieder alles versaut. Ja, die Räume hier schauen auch immer alle gleich aus. Ach mein Gott, was willst du denn? Komm noch. Bam. So schaut's nämlich aus. Ihr Pisser. Da lang. Och nee, Kontaktminen und er tut da fast reinrennen. Idiot. Achtung. Ich kann jetzt leider keine Rücksicht nehmen auf diese böse schwarze R2-Einheit. Ich muss die Dinger hier zerballern. Ach, du dreckst blöde Dreckstür. Du bist dreckig. Ich kann doch einfach in den anderen Raum gehen und. Ach! Was war denn das jetzt? So. Und irgendwie. Seitdem ich. Bericht! TK-664. Anlage 1 ist offline. Da gab es wohl einen Unfall. Da brennt es ja immer noch. Ja, die immer mit ihren Unfällen. Habt ihr es immer noch nicht begriffen, dass ein Jedi hier ist? Zwei sogar. Huch. Wie komme ich denn hier raus? Meine Güte, die Hälsen sind sie auch nicht. Huch. Bei mir gerade ein bisschen der Sound gehängt. Seltsam. So mäßig. Ach, jetzt bin ich hier. Ach, das ist ein Böser. Okay, der schnelle Stil ist ziemlich gut, glaube ich, gegen die. Ja. Ah, komm doch. Okay, der ist tot. Dann kommen wir zum Duell mit dir. Ich wechsle mal den Stil. Das verwirrt ihn. Mann. Und nochmal wechseln. Ja, hör doch mal auf. Bleib stehen und kämpf. Drecksblöden Radeinlagen. Ich kann auch ein Salto. So. Das kommt davon, wenn man so viel Saltos macht, du Pisser. Jetzt hast du es mal gesehen. Meine Güte. Für sowas habe ich kein Verständnis. Ich meine, es ist zwar gut für mich, dass du so blöd bist. Aber das ist ja unter aller Sau. Zu meiner Zeit waren die Sith stärker. Na gut. Was ist denn jetzt hier überhaupt los? Ich gehe mal weiter. Immer diese Panzertüren. Das sieht böse aus. Ach du Kacke, was? Hilfe! Was sind das für Teile? Oh Gott, was? Wie? Lass mich mal verarschen. Ja, wer ist da? Stirb. Keine Zeit für sowas. Ich muss mich ja mit irgendwelchen Monstern rumprügeln. Nee, warte, ich hab eine Idee.
Falsch, falsch, okay. Stirb doch! Was ist das? Hört sie das? Was war das mit dem Geräusch? Sag mal. Warum treffe ich nicht? Was ist denn das für ein... Ja, endlich! Was waren denn das für Teile? Sind die aus Kortose gebaut? Ich hab's nicht ausprobieren wollen. Ob ich die zersäbeln kann mit dem Lichtschwert. Ich befürchte, dass die vielleicht resistent sind. Aber ich glaube, hier an der Stelle kann ich die Folge sowieso beenden. Mit einem wundervollen Schrecken, den ich da erlebt habe. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was dahinter der Tür da ist. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.